Okay, der andere hat, ne? Das ist es ganz gut. Gute Sache. Ah, verdammt. So, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Ops 3. Ich habe mir gedacht, da morgen Weihnachten ist und wie könnte man eine vorweihnachtliche Stimmung besser verbreiten als mit einem Ego-Shooter. Habe ich mir wieder schön das Ganze hier vorgenommen. Nur zur Information, das Video, falls ihr mir auf Instagram folgt, das ihr gestern gesehen habt, das werdet ihr heute die Ausschnitte nicht sehen. Denn ich habe festgestellt, wenn ich das Ganze mit reinbringen würde, also die werden ja von Black Ops selbst an sich gespeichert, habe ich festgestellt, oh, da steht hier einer, dass, ja, nein, habe ich fest, ja genau, dann habe ich das festgestellt, dass es Schmerzen gibt, nein, dass der, genau, nein, dass der Ton verzogen ist. Und nicht wirklich vorhanden und so ein Scheiß. Alter! Five-Wheel. Five-Wheel Level 7. Ach Gott. Ja, wie ihr seht, bin ich mittlerweile Prestige 3 geworden. Bald 4. Und frage mich immer noch, warum ich von... warum ich da eigentlich immer noch... Ist da jemand? Oh, der war da. Da hat er mich auch noch per Kopf... 1 zu 3, sau schlecht. Am besten müsste ich jetzt eigentlich kurz die Fresse halten und einfach mal abfahren, wie so ein Geisteskranker. Wenn ich das könnte. Ja, Slide, Slide. Ja, nein! Bisher liegen wir noch vorne. Mir ist es nicht zu verdanken. Komm, komm, komm ums Eck, komm. Ja, scheiße. Nur einen Assist bekommen. Schon wieder nur, das gibt's da nicht, Leute. Ihr wollt mich doch alle verkackeiern. So richtig. Oh, was war das? War das ein Quickscoper oder was? Ja, ist was Ähnliches. Aber trotzdem, das ist ja immer saufiese Scheiße hier. 2 zu 5, wie schlecht kann bitte sein? Aber immerhin, vorhin ist es nämlich gar nicht gegangen. Ich habe schon gesagt, Alter, ich nehme das Leben. Aber jetzt scheint es zu gehen gerade. Das finde ich sehr toll. Verbündete Drohne nähert sich. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Konterdrohne nähert sich. Ich. Ah, Mist. Einer zu viel. Einer zu viel. Ja, von oben. Ups. Von oben zersenzt den jungen Mann. Haha. So. Junge, das war ein Zeitsprung. Du musst da drauf achten, wo er hinfliegt. So. Ja, manche Leute wissen das halt nicht. Na, dann muss man aber wieder raus erklären, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Oh, das war schlecht, das war schlecht. Ich hätte. Oh, cool. Das sieht man schon wieder der Zweite, ne? Trotzdem. Ich hätte gerade den Abzug loslassen sollen. Das wäre klüger gewesen. Hätte ich den anderen auch noch bekommen. Tja, kommt vor. Nein, nein, nein. Ah, manchmal will die Steuerung nicht so wie ich irgendwie. Muss ich doch mal so eiskalt dazu besorgen. Nicht, dass ich denke, Gott, ist das so schlecht. Das ist die Steuerung, die nicht will. Ich würde schon wollen. So, da war gerade einer. Sehe ich wieder da hinten. Der hat aber eine größere Reichweite wie ich. Also. Hallo? Alter. Junge, wo rennst du rum? Wo kommst du her vor allem? Okay, ist wahrscheinlich respawned gerade dort. So, hast du gedacht. Du genauso, hast du gedacht. Okay, der andere hat, ne, das ist es ganz gut. Gute Sache. Ah, verdammt.
Ja. Oh, mein Hals, mein Hals. Juhu. Alter, das ist doch scheiße, sowas. Du fängst an zu heulen, zu heulen. Okay, komm her, du Babsack. Immer toll, wenn sie stehen bleiben, ne? Du musst nicht so lange suchen. So. Das ist immer eine schöne Sache. So, haha. Ja, ich habe etwas geübt, aber trotzdem ziemlich schlechte Runde gerade. Möchte ich mal so hinzufügen. Oh Mann, wie kann man bitte so verziehen? Ah, Mist, nicht den letzten Kill. Aber immerhin Zweiter mit 16 zu 10. Naja, es geht auf jeden Fall besser. Aber was soll man machen? So wie der Erste von mir da mit 24,5. Ne? Der ist natürlich ein Held. Da unten der 4 zu 4, der hat, wie ich sehe, vom Internetempfang her gelitten. Also sehen wir mal drüber weg. Das war das Erste da. Seht ihr daneben, das bin ich da mit dem geilen Gewehrchen. Tun wir mal ein gutes Spiel symbolisieren. Also verbeugen uns, komm schon, yeah. So. Die macht auch gutes Spiel. Applaudieren, das habe ich auch bei ihr, glaube ich, freigeschaltet. Ja. Gut. Yeah. Ich und ein Kollege haben einen eigenen Clan gegründet, HIT, wie man da sieht. Könnt ihr mal, wenn ihr es auch zockt, Ausschau halten nach mir, vielleicht seht ihr mich ja. Wenn dann hoffentlich in eurem Team. Ja. Gut. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ah, genau, Weihnachten. Weihnachten ist ein gutes Thema. Greifen wir das schnell auf. Währenddessen, dass hier eine neue Folge, beziehungsweise eine neue Map raussucht, wie ich gerade sehe, wollen sie schon wieder Combine. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich hätte gerne andere. Lobby-Bestenliste. Okay. Ja. Genau. So ist das Leben. Gehen wir aus der Lobby raus, in eine neue Lobby. Wahrscheinlich ein offenes Spiel jetzt, aber egal. Tatsächlich. Jo. Weihnachten. Habt ihr schon alle Geschenke? Wenn nein, wird Zeit. Heute ist der 23. der letzte Tag überhaupt, wo ihr jetzt noch Zeit dazu habt. Na gut, morgen dürften theoretisch manche Läden noch aufhaben, weil immerhin ist nur ein halber Feiertag. Also halbtags wird normalerweise noch gearbeitet. Also könntet ihr theoretisch noch morgen früh, was natürlich nicht zu empfehlen ist, denn da sind etwas Leute unterwegs. So 3, 4, 100.000 und 2 Millionen extra. So, Aquarium, offenes Spiel, okay. Ach du Scheiße, liegen wir schon wieder hinten. Wunderbar. Was auch sonst. Dann nehmen wir natürlich wieder meine andere Mitteldistanzwaffe, denn die finde ich eigentlich hier praktisch, eh? Und schauen uns mal an, was die Gegner so drauf haben. Ich habe immer wieder die Hoffnung, wenn ich ein offenes Spiel gehe, dass die anderen einfach nur Glück hatten und eigentlich gar nichts drauf haben, die Jungs. Aber dann schleichen sie sich immer wieder von hinten an, machen mich kaputt, den anderen mähen sie auch um. Wo ich mich mal frage, wie geht das? Weiß nicht, wenn ich doch jemanden sehe, der einen Kumpel von mir ummäht, dann gehe ich ja schließlich hin und knall den ab, weil immerhin weiß ich dann. Oh, ah, okay, ein Prestige-Meister und Level 71 ist dabei. Das erklärt natürlich die Situation ein wenig. Zwar nicht den eigentlichen Grund, denn es gibt. Komm, noch mal ans Fenster, komm ans Fenster! Oder komm da rüber, wenn du willst. Toll, auch noch Assist. Flow, du Blow. Toller Name. Da hat schon wieder einer Gedanken gemacht. Okay, der Typ ist tot. Alles klar, dann gehen wir davor. Uiuiui, die Golden Gangster. Wieder der Typ. Egal, das Spiel war eh gleich rum. Danach können wir in Rixis reinsteigen. Dann ist das alles cool. Mal kurz jemand von der Wand gehöhlt, wie es sich gehört. Da ist er wieder, der Golden Gangster. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das Schlimme ist, der hat auch noch goldene Klamotten an, verdammte Kacke.
Ja, also wie gesagt, toll, da hat man sogar meinen Tod noch gesehen, wunderbar. Es ist halt so mit den Weihnachtsgeschenken, ich habe noch keine, eigentlich noch kein einziges. Tobias hat die alle gekauft. Ja, der liebe Tobi. Ja. Ja, wenn ich halt von der Arbeit immer unterwegs bin, komme ich leider nicht dazu. Das sieht schon stylisch aus, der Golden Gangster eigentlich. Ja. Aber egal, Hauptsache drei Leute abgeknallt hier in der kurzen Zeit hier. Ja. Gut. Also, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob Tobi alle Geschenke hat. Ich glaube, alle, bis auf das von dem Vater. Müssten wir heute, glaube ich, noch los. Verdammt, heute ist ausgerechnet, heute regnet. Na gut, was heißt Regen? Das finde ich ja auch wieder eigentlich ein guter Grund zum Aufregen. Was meint ihr? Weihnachtliche Stimmung oder nicht? Ah, Fringe ist schön. Ich finde das jetzt nicht unbedingt so besonders weihnachtlich. So, mit Schnee. Regen, mehr Regen als Schnee. Gar kein Regen. Das letzte habe ich auf dem Balkon gestanden und habe mir überlegt, wie kann das sein? Wann war das letzte Mal diese Situation vorgekommen, dass ein junger Mann am 20. Dezember auf dem Balkon steht, im T-Shirt und schwitzt? Ich glaube, das gab es, glaube ich, noch nie. Ich bin der Erste, der es geschafft hat. Bin ganz stolz drauf. Freue mich auf nächstes Jahr, wenn es noch wärmer wird. Ja. Gut. Schön, ja. So ist die Situation. Ja. Das Spiel startet auch langsam. Schöne Sache. Welche Position? Ach du mein lieber Gott. Bin ich weit hinten? Das ist scheiße. Gut. Gut. Ich merke, mir fällt gerade auf, ich sag verdammt oft gut. Kann das sein? Wenn ich... Am besten geht ihr mal hin und schreibt in die Kommentare, wie oft ich gut gesagt habe. Das würde mich interessieren. Zählt es einfach mal mit und schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, genau, du bist gemeint. Du eine Zuschauer, den ich habe. Ja. Sarkasmus. Machen wir sie fertig. Wobei, eigentlich ist das weniger Sarkasmus wie traurige Wahrheit, aber egal. So, natürlich haben wir den wieder im gegnerischen Team. Diesmal reiß ich in den Arsch auf, ich mache ein Blatt. Alter, komm. Okay, genug geboxt. Denk dran, renne ich zu schnell vor. Alter, entweder leck ich oder die anderen. Da der nicht geschossen hat, der andere, gehe ich davon aus, dass der andere leckt. Ich hoffe es mal. Oh ja, der leckt übel. Der leckt richtig brutal. Gut, da können wir nichts dafür. Nutzen wir es aus, so wie die anderen das immer bei mir schamlos ausnutzen. Die Babsäcke. Wo seid ihr? Da oben bewegt sich was. Gehe ich mal von aus. Demnächst. Verdammt. Leute, ich kriege Panik. Oh, verdammt, da kommt was. Da kommt was angerollt. Nein, nein, nein. Warum müsst ihr immer von hinten kommen? Ihr alten Analpiraten. So. Alter, geh mir aus den Füßen, du Hundesohn. Das ist eigentlich unfassbar, sowas. So, jetzt haben wir das Problem. Da campt so ein richtig schöner Drecksack. Oh, verdammt. Ja, das ist fies, ne? Diese elenden, verhurten Camper. Das sind so welche, die können wir gar nicht leiden. Aber die existieren halt leider. Das ist das Problem. Die leben halt trotzdem. Oh, der Golden Gate schon wieder. Ja, ne, Gangster. Golden Gate Bridge. Yeah, Golden Gate. Yeah, 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 Golden Gate. Alles klar. Vorne leckt wieder jemand rum. Alter, hier kannst du nicht mal jemanden direkt abknallen. Ich fasse es nicht. Ja, es ist unglaublich. Da hat schon gerade was bewegt, oder? Hallo?
Da hat's was bewegt. Alter! Feindliche Drohne. Sag mal, das gibt's doch nicht. Verschissener Golden Gangster. Feindliche Drohne nähert sich. Ich glaub's gar nicht, wie gerne ich den erwischen würde. Da ist er. Ha! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh! Der hat mich! Der hat mich! Da guckt es euch an. Der war bestimmt sauer, dass ich ihn erwischt habe, den anderen. Der hat sich gedacht, Alter, dem reiß ich voll den Arsch auf jetzt. Genau in der Tonlage hat er sich das gedacht. Weil der, der spricht beim Denken, weißt du? Und alles. Aha. Da, da war er wieder. Oh, scheiße. Ah, Scharfschütze. Ah, sowas hasse ich ja, ne? Na gut. Wie ihr euch bestimmt denken könnt und uns leider auch festgestellt habt, wenn ihr euch ein paar meiner Videos angesehen habt, hasse ich irgendwie alles. Vor allem solche kleine schleichte Bastarde. Was geht das in den Hals, ey? So, Junge, manchmal sollte man auch hinter sich schauen, Digga. Oh nein. Nein! Fast hätte ich ihn wieder gehabt. Fast, da seht ihr, ich habe ihn sogar getroffen. Sogar sehr schwer. Ey, der Babsack, ey. Feindliches verstärktes Geschütz im Ort. Solche Leute, solche Leute. Natürlich. Ist es wie überall, ist die Person wieder weg, wenn du alles einsetzt, um sie zu fangen. So richtig Gangster-Style, denkst du, Alter. Einfach Gangster-Style. Da oben, top, was? Spezialist erledigt. Nein, aber ich habe ihn noch getroffen. Aber irgendwie ist das, habe ich ja wieder so eine tolle Lobby erwischt, die irgendwie... bisschen stärker ist wie durchschnittlich, habe ich das Gefühl. Ah, das ist ein gegnerisches Geschütz, das ist aber schön. Verdammt! Jetzt wollte ich das Geschütz wenigstens zerstören. Okay, komm. Spaß! Spatz beischeide. Hört ihr meine Atmung? Sie wird immer flacher. Was jetzt, Jungs? Bleiben wir hier alle gar knien oder was? Gehen einen Anschlag oder was? Da. Und bei drei feuern wir alle oder was? Servus. Servus. Nein! Ich hasse es. Immer wenn ich hochgucke, kommt so eine angeschlichene. Das ist eigentlich echt eine traurige Sache. So, schon wieder eine Niederlage. Heute ist nicht mein Tag. Aber wie sagt manch anderer immer so, so liebevoll, ich komme wieder, keine Frage. I'll be back. Okay, das war's mit der heutigen Folge. Falls es nächste Woche zu Problemen kommen sollte mit dem Hochladen, ich weiß es nicht, es war heute schon wieder stressig, dann sage ich euch auf jeden Fall mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und so weiter. Kommt gut ins neue Jahr. Passt auf, wo ihr hinrutscht. Ich habe da Erfahrungen mit den Schädel aufzuschlagen. Also, bis dahin, macht's gut und haut rein.